Okay, Gott. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Hey Leute, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Ich habe hier eine Weltkarte. Also quasi Norberts Welt. Und wir waren zuletzt hier oben an den Caymaninseln. Und jetzt gehen wir irgendwie runter Richtung Südamerika und ab nach Chile. Wie, das hast du so auf Anhieb gefunden? Hör mal. Jimmy. Absolut. Jimmy, ich bin ja total begeistert. Du hast das auf Anhieb gefunden? Meine Güte, nee. Ich bin der schlauste Praktikant der Welt. Ja, wer hätte das gedacht, dass er das so auf Anhieb findet? Unfassbar. Wir hatten ja schon Tiere aus Chile, wo wir drüber gesprochen haben. Aber ich erinnere mich. Gibt es noch welche? Es war das einmal Meerschweinchen. Und ja. Der Chinchilla? Die Chinchilli. Chinchilliden, ja. Richtig. Gut. Haben wir alles hier oben nochmal verlinkt für euch? Jetzt haben wir die Tiere, die genau zwischen Meerschweinchen und Chinchillas leben. In den Bergen quasi. Ja, genau. Die Meerschweinchen wohnen ja ziemlich weit unterhalb bis leicht ins Gebirge rein, so maximal 1000 Meter. Also quasi hier, hier ist der Berg. Dann müsste ja hier quasi jetzt das Meerschweinchen wohnen. Hier der Chinchilla oben, weil der ja ungefähr so auf 1000 bis 2000 Meter Höhe war. Und hier ungefähr müsste ja dann jetzt der Degu. Degu wohnen. Hier haben wir ihn. Hier haben wir ihn. Zack. Zack. Keiner da. Keiner da. Alle versteckt gerade. Können gerade keinen sehen. Damit egal. Damit ist der Film zu Ende. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Da ist er. Der erste. Der Degu. Also hier haben wir den Degu in Naturfarbe. Oh, ist das auflassen? Du hältst sie zurück, ja? Ja, da muss man natürlich beim Degu aufpassen, dass er nicht runterfällt. Denn Degu ist ein Lebewesen, was nur zweidimensional schaut. Aha. Das heißt also, der kann nicht einschätzen von der Kante, wie tief das bis unten auf dem Boden ist. Ja. Und er denkt, das ist nur ein ganz kleiner Hopser. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass in Chile die Degus als Plage gelten. Warum halten wir die als Haustier? Ja gut, Plage ist ja nun mal immer relativ. Wenn also in irgendwelchen Ländern die Raubtiere ausgerottet worden sind, sind die Opfer, die Beutetiere, ja dann ohne Fressfeinde. Und dann vermehren die sich natürlich in Unmengen. Ja. Das gibt es in ganz vielen Tierbereichen. Wenn zum Beispiel bei uns in Deutschland nicht die Jäger die Kaninchen schießen würden, hätten wir wahrscheinlich eine riesen Kaninchenplage. Das heißt, niemand dezimiert die Tiere und dann wird das ganz schnell zur Plage. Was wären denn seine Fressfeinde? Ja genau, Greifvögel wären also schon was, Füchse wären was, Marderähnliche. So was wären also zum Beispiel Räuber, die ganz sicherlich auf so einem kleinen Nager stehen würden. Die Tiere graben sich auch gar nicht ein, hat dann natürlich den Vorteil, man kann sie im Unterholz, im Laub, kann man sie oft leicht verfolgen und leicht kriegen. Aber ist ja schon traurig, wenn so ein Greifvogel dann kommt und so ein Degu schnappt, oder? Tja, meistens merken die dazu im letzten Augenblick, dass da was angeschossen kommt. Okay. Und wenn man hier sieht, den schönen buschigen Schwanz, den der Degu hat, den stellt er dann so richtig schön in die Luft, weil er aufgeregt ist, er weiß, jetzt passiert was. Und den Schwanz nimmt er quasi mit als Sprungfeder, um ganz schnell wegzulaufen. Okay. Und da der dann hoch ist und oben am Schwanz eben ein kleiner Büschel dran ist, der sich ja dann dabei bewegt, kann der Vogel in der Geschwindigkeit nicht so einschätzen und schlägt ganz oft nicht das ganze Tier, sondern kriegt nur den Schwanz. Okay. In dem Augenblick reißt er ihn aber die ganze Pelle von dem Schwanz ab. Oh weia. Und hat also nur Pelle und den Büschel. Die Degus gehen dann hin und beißen sich dann anschließend den Schwanz ein bisschen kürzer, dann wächst da wieder Haut drüber ab. Ist dann nicht mehr ganz so prickelnd, aber der Degu hat überlebt. Norbert, jetzt haben wir draußen 13.09 Uhr, also auch hier drin, also eigentlich überall in Deutschland. Wie, du hast wieder eine Uhr? Ich habe wieder eine Uhr. Kommst du dann nie pünktlich? Das ist, halte ich für ein Gerücht, dass ich nie pünktlich komme. Die Tiere sind ja quasi dann jetzt tagaktiv, oder? Ja, genau. Im Vergleich zu den meisten Kleinsäugern lebt der Degu im überwiegend tagaktiven. Das heißt, man trifft ihn wirklich im Hellen an. Mhm. Das ist für uns Tierhalter natürlich super schön, dass die Tiere nicht den ganzen Tag schlafen, sondern wir können die auch beim Toben, beim Spielen, beim Fressen am helllichten Tag erleben. Also Toben trifft es ja ganz gut, ne? Die sind ja echt sauaktiv.
Die sind immer unterwegs. Das ist natürlich ein ganz tolles Tier. Also während wir jetzt hier angefangen haben zu drehen, haben die locker schon in diesem Laufrad 24 Kilometer zurückgelegt. Aber Norbert, jetzt mal ganz kurz Schande über dein Haupt. Du hast letztes Mal behauptet, Nagetiere sollten keine Plastiklaufräder haben. Ach. Ich sehe Plastik. Ach. Oh. Und jetzt? Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Oder aber, nein, natürlich hält man zu Hause in seinem Gehege Holzlaufräder. Wir handeln aber ja mit den Tieren und die bleiben nicht auf Dauer hier. Ganz oft werden natürlich die Tiere gewechselt und so ein zerkautes Laufrad müssten wir austauschen. Das können wir nicht mehr so hygienisch reinigen, dass wir sicherstellen können, dass die Tiere, die nächsten Tiere auch kerngesund sind und bleiben. Und aus dem Grund haben wir Laufräder aus Hartplastik. Die sind so hart, die können von den Tieren nicht angenagt werden. Das ist also gefahrlos, aber viel gesünder und besser ist natürlich für zu Hause ein Holzlaufrad. Ganz klare Sache. Norbert, jetzt habe ich hier schon so viel gelernt. Es gibt das Aquarium, es gibt das Terrarium, es gibt eine Voliere und jetzt habe ich gerade hier gehört, Nagarium. Was ist das dann? Was ist das dann, ey? Ja, der Nagarium ist eigentlich ein Aquarium mit einem Drahtdeckel obendrauf. Mit einer dünneren Glasstärke, weil das ja keinen Wasserdruck bekommt. Aber eigentlich werden diese Tiere in einem Nagerterrarium gehalten. Ah. Das heißt also, ähnlich wie ein Terrarium mit Schiebetüren, nicht nur mit einem Drahtdeckel obendrauf, wenn der lose drauf liegt, dann können die Tiere rausspringen, sondern die brauchen natürlich Querbelüftung im Gehege, aber eben so Schiebetüren. Das Gehege muss schon ganz zu sein, sonst gehen die Jungs stören. Norbert, was brauche ich denn dann jetzt zu Hause, um meinen Digo ordnungsgemäß halten zu können? Ja, also normal sagt man, eine Grundfläche von 1,20 m × 70 m sollte das Gehege schon sein. Die meisten machen das dann einen Meter hoch und bauen mehrere Etagen rein. Wissenschaftlich ist aber bewiesen, dass die Tiere gar nicht auf die Höhe stehen. Je größer die Grundfläche ist, umso weniger klettern die in der Höhe. Das heißt, wenn ich auf 2 Quadratmeter Grundfläche gehe, haben die gar kein Interesse mehr hochzuklettern. Dann haben die unten am Boden genug Bewegungsfreiheit. Das heißt, je größer die Grundfläche, desto weniger hoch muss der Käfig sein. Ja. Jetzt müssen sie aber natürlich auch noch essen, wenn wir die halten. Und trinken. Trinken gehe ich mal vom Wasser aus. Und genau. Essen hast du mir hier gerade gezeigt. Einmal hier dieses Blütengedönse, was du mir jetzt nennen wirst. Mich erinnert so ein bisschen an Tee bei Mama. Ja, da kann man ganz sicher einen Tee raus machen. Das sind natürlich sehr viele Kräuter, die da drin sind und getrocknet sind. Und so, direkt mal der Test. Wir versuchen das mal. Oh ja, oh ja. Pflaster, wir brauchen Pflaster gleich. Diego isst. Oha. Er frisst. Er frisst. Er frisst. Es hat funktioniert. Die isst doch schon mal. So, dann hast du mir hier die gegeben. Die sehen aus wie Fruit Loops. Ihr kennt sie vielleicht alle von zu Hause. Ein bisschen Milch drauf und dann schmeckt das wie Sau. Was ist das dann für ein Taste? Das sind rote Beteringe, die sind natürlich ein bisschen hart. Also Frischfutter sollte man nicht geben. Alles, was noch richtig frisch ist, ist nicht die ideale Ernährung für die Tiere. Kriegen die sofort Darmprobleme. Alles, was man so an Gemüse gibt, an Kräutern gibt, sollte immer mindestens angewelkt, wenn nicht schon trocken sein. Und dann hast du mir noch diese Löwenzahnwurzeln gegeben. Jetzt kommt das absolute Monster unter dem Vier-Gänge-Menü, was wir dem Kleinen hier anbieten, nämlich Petersilienwurzeln. So, guten Appetit. Auch das isst er nicht. Doch. Er denkt drüber nach. Egal, wir lassen ihn mal Zeit. Wir müssen ja auch dabei sagen, wir filmen Zeit ja hier ist. Nicht mit ausgehungerten Tieren, sondern hier neben sind ja die Näpfe voll. Die könnten sich ja bedienen. Die sind ja jetzt, kommen die ja nur, weil es so interessant ist, weil es so spannend ist. Ja. Wer hat schon mal Jimmy zu Hause zu Besuch? Keiner. Und alle wollen Jimmy sehen und dann denken, die kommen die mal vorne an der Tür. Ja, und dann fressen so. Die fressen gar nicht, die tun nur, als wenn sie fressen. Die wollen eigentlich nur mit Jimmy gleich Selfies machen. Norbert, ich habe im Internet gelesen, dass man Degus nicht zu viel in einem 2 geben sollte, also Zucker, weil die sonst Diabetes kriegen. Ja, haben die Tiere natürlich ein Riesenproblem mit. Alles Fruchtzuckerhaltiges ist ein Riesenproblem. Also niemals Obst geben. Also du redest von Fruchtzucker, nicht von richtigem Zucker. Also richtigen Zucker gebe ich ja eigentlich auch nicht meinen Tieren. Das ist ja selbstverständlich. Das heißt, die Tiere dürfen sowas überhaupt nicht haben. Muss man wirklich darauf achten. Kein Obst,
keine speziellen Gemüsearten. Mhm. Lest euch da mal ein, wo Fruchtzucker drin sein dürfte. Auf gar keinen Fall. Und sowieso nichts frisch, alles leicht angetrocknet, angewelkt. So fressen das am liebsten. Normal soll das Futter auch etwas hart sein. Sie zählen zu den Tieren, die also immer nachwachsende Zähne haben. Und damit man die nicht irgendwie mechanisch verkürzen muss, brauchen die einfach was zum Nagen, zum Knabbern, damit die Zähne immer auf der Länge bleiben, wie sie sein sollen. Ich verstehe, okay. Also, zwei Regeln bei der Deko-Haltung. Einmal nicht am Schwanz ziehen. Zweitens, kein Zucker. Und drittens, so viel Fläche, wie es eben geht. Drei Regeln. Sehr gut. Norbert, ich sehe jetzt hier gerade den Deko im Laufrad und der hat ja viel kürzere Vorderbeine als Hinterläufe. Why? Ja, das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass wenn er flüchtet, kann er mit den Hinterbeinen viel weiter treten, viel mehr Gas geben und kommt dann, wie wir ja hier im Laufrad sehen, auf super Speed. Was er mit vier gleichen Beinen, sag ich mal wie so ein Meerschweinchen, gar nicht auf die Geschwindigkeit kommen könnte. Norbert, gesetzt im Fall, ich will so einen super putzigen Deko jetzt zu Hause halten, in einem Nager-Terrarium. Wie viele Deko möchtest du? Ein Deko? Also mindestens ein Pärchen, am besten in eine kleine Gruppe, weil was total spannend beim Deko ist, die machen Grooming. Das heißt, die pflegen sich gegenseitig, die können sich richtig toll miteinander beschäftigen. Das macht natürlich Spaß, das ist schön, da kann man stundenlang zuschauen. Wie lange habe ich Spaß an einem Deko? Ja, weiß ich nicht. Also wenn deine Mutter dir den nicht wegnimmt, könnten die problemlos 6, 8, wenn nicht sogar 10 Jahre leben. Wow. Und wenn ich dem Deko jetzt ein paar Sachen beibringen will, so wie Sitzplatz oder Springen? Dann musst du dir natürlich ganz viel Zeit und ganz viel Geduld dabei nehmen. Aber interessiert sind sie ja schon. Er sieht ja jetzt aus, als wenn er in Kürze Kameramann wird. Der guckt sich ja die Geschichte schon ganz lange an. Gib dem mal noch eine halbe Stunde und dann ist das Bild umgedreht. Und dann hätten wir auf einmal Jimmy im Bild. Achtung, das wäre doch mal was. Minus ein Deko gleich. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eine sehr schöne Aufgabe für dich. Du gehst also jetzt im Stadtpark auf eine Wiese und gräbst den ganzen Löwenzahn aus. Immer schön Wurzeln stechen, trocknen. Und wenn die dann richtig schön trocken sind, kannst du die vorbeibringen. Und dann drehen wir beide den nächsten Film. Ich warte auf dich. Ich bin sehr gespannt, ob ich das bis nächste Woche hinkriege. Vielen Dank. Degus, Leute, falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie auf jeden Fall wie immer unten in den Kommentaren. Dieser junge Mann wird sie alle zahlreich beantworten. Professionell, gerne. Mit einer Expertise sondergleichen. Tschüss. Okay, Cut. So, Leute, Degus mögen übrigens auch Papprollen. Also Recycling ist alles. Wenn ihr keine Papprollen finden solltet, könnt ihr die natürlich auch hier kaufen. Aber das war's schon wieder für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr noch weitere Fragen habt zum Deko, wie gesagt, stellt sie mir immer unten in den Kommentaren. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen. Die letzten beiden Videos hier unten waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag um 8 Uhr wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.